Willkommen zum ersten richtigen Kapitel der Lektion, in dem wir uns mit drei bzw. vier Grundelementen mathematischer Beweise beschäftigen werden. Mengen, die man braucht, weil man meistens Aussagen über mehrere, oft ja sogar unendlich viele Objekte trifft, Aussagen bzw. Aussageformen, das ist dann das, was man über die Objekte eigentlich beweisen will, und dann diese All- und Existenzquantoren, weil man oft sowas beweist wie für alle reellen Zahlen gilt oder es gibt natürliche Zahlen, für die gilt. Mengen, also die Zusammenstellung von wohl unterscheidbaren Objekten unserer Anschauung, um es mal ganz honorig mit Georg Cantor zu sagen, kann man grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten darstellen. Erstens, indem man einfach alle Elemente auflistet, was man auch die aufzählende Schreibweise nennt. Das ist natürlich abschließend nur für endliche Mengen möglich. Bei unendlichen Mengen behilft man sich dann mit diesen drei Pünktchen und hofft, dass das Gegenüber in die Pünktchen dann dasselbe hereinliest wie man selbst. Zweitens gibt es dann noch eine andere Möglichkeit, die besteht darin, eine charakteristische Bedingung anzugeben oder genauer, man gibt eine Obermenge an, von der die gesuchte Menge, die man beschreiben will, eine Teilmenge ist und benennt die besondere Eigenschaft, die alle Elemente dieser Teilmenge haben. Auf der Folie sind zwei Beispiele oben. Die Teiler der Zahl 12, die aus der Menge der natürlichen Zahlen stammen und die man alternativ auch aufzählend aufschreiben könnte. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Das zweite Beispiel, die Menge aller Zahlenpaare reeller Zahlen, für die x² gleich y gilt, was gerade die Punkte auf der schulüblichen Normalparabel sind. Was sind nun Aussagen? Im Sinne der Aussagenlogik sind das Sätze, bei denen man eindeutig entscheiden kann, ob sie wahr oder falsch sind. Zum Beispiel 29 ist eine Primzahl. Da muss ich nur ausprobieren, ob ich eine kleinere Zahl als 29 finde, die nicht 1 ist und 29 ganzzahlig teilt. Wenn ich das nicht schaffe, ist die Aussage korrekt, wenn doch, wäre sie falsch. Reine Meinungsäußerungen oder Bewertungen mit schwammigem Charakter fallen als Aussagen aus. Uns ist ein guter Dozent oder Lora ist lieb oder Duschen ist überbewertet. Wer legt denn da die Kriterien fest? Natürlich kommen angewandte Wissenschaften nicht darum herum, auch solche etwas schwammigen Sätze auf Stimmigkeit zu überprüfen. Aber dafür muss man dann in den Wissenschaften eben doch auch wieder ganz konkret Kriterien benennen. Man nennt das Operationalisierung, sodass man am Ende eben doch wieder etwas hat, wo man dann eindeutig sich einigen kann, ja, das trifft zu, nein, das trifft nicht zu. Aber grau ist alle Theorie. War das jetzt eigentlich eine Aussage? Egal, machen wir mal ein Quiz. Welche der hier gleich aufscheinenden Sätze ist Ihrer Meinung nach eine Aussage? Zur Auflösung. 1 bis 3 sind Aussagen, 1 und 2 sind sogar wahre Aussagen, 3 ist eine falsche Aussage. 4 ist eine Grußformel, bei der man nicht sagen kann, ob sie wahr oder falsch ist, höchstens ob sie ehrlich gemeint ist oder nicht, ja? Aber das ist keine Aussage. 5 ist insofern noch keine Aussage, als man x kennen müsste, um sagen zu können, ob das, was da steht, jetzt wahr oder falsch ist. Ähnlich ist es bei 6. Ich müsste wissen, welcher Tag mit heute gemeint ist, um das sicher entscheiden zu können. Solche sprachlichen Gebilde wie 5 und 6 gewissermaßen eine Variable beinhalten, nennt man auch Aussageformen. Eine Aussageform besteht aus der Zusammenfassung von gleichartigen Aussagen für Elemente einer Grundmenge. Nehmen wir mal das x plus 3 gleich 5. Da könnte die Grundmenge jetzt zum Beispiel die natürlichen Zahlen sein, oder die ganzen Zahlen. Durch Einsetzen von einer bestimmten ganzen Zahl, zum Beispiel minus 2 oder plus 2, wird aus dieser Aussageform dann eine Aussage, bei der ich schauen kann, ob sie richtig ist oder falsch. Für minus 2 wird eine falsche daraus, für plus 2 eine richtige. Eine andere Aussageform wäre, x ist eine Primzahl. Ich könnte wieder verschiedene Zahlen für x einsetzen. Manchmal entsteht eine wahre, manchmal eine falsche Aussage. Der Zusammenhang zwischen Mengen und Aussageformen ist jetzt der folgende.
Eine Menge wird charakterisiert durch die Angabe einer Grundmenge, aus der man die x herausholt, und einer Aussageform. Die Elemente der Menge sind dann genau die x, für die nach Einsetzen eine wahre Aussage entsteht. Auch hier nochmal unser Beispiel. Menge aller Primzahlen kann ich schreiben als Grundmenge natürliche Zahlen plus Aussageform x ist prim. Nennt eben diese Menge, die alle x enthält, für die eine Aussageform in eine wahre Aussage übergeht, auch die Erfüllungsmenge der Aussageform. Im Allgemeinen ist es nun so, dass man zur Beschreibung ein und derselben Menge durchaus verschiedene Aussageformen finden kann. Es ist egal, ob ich über den reellen Zahlen sage, dass x² kleiner gleich 2 sein soll, oder ob ich verlange, dass x zwischen Minuswurzel 2 und Pluswurzel 2 liegt. Es ist egal, ob ich über den reellen Zahlenpaaren verlange, dass x hoch 3 gleich y ist oder dass x gleich der dritten Wurzel aus y ist. Solche Aussageformen, die über derselben Grundmenge dieselbe Erfüllungsmenge haben, nennt man auch äquivalente Aussageformen und notiert das dadurch, dass man zwischen beide so einen Doppelpfeil markiert. Den haben Sie jetzt unter Umständen schon mal zu Ihrer Schulzeit gesehen, wenn es um das Umformen von Gleichungen ging. Verwendet man dabei Äquivalenzumformung, dann ist es wirklich so, dass jede Zeile von so einer Umformung zur Zeile darüber und darunter eine äquivalente Aussageform darstellt. Wenn eine bestimmte Aussageform für alle Elemente einer Grundmenge erfüllt ist, dann nennt man diese auch allgemeingültig. Beispiele wären etwa x größer 0 für die Grundmenge natürliche Zahlen x oder x² größer gleich 0 für alle reellen Zahlen. Auch die binomischen Formeln a plus b in Klammern zum Quadrat ist gleich a² plus 2ab plus b² sind allgemeingültige Aussageformen. Ich habe jetzt mal nur die erste genommen. Eine Aussageform muss also nicht zwingend genau eine Variable enthalten. Können wir hier auch zwei oder mehrere Variablen enthalten. Angeschrieben werden diese allgemeingültigen Aussageformen oder Allaussagen, weil sie ja für alle einsetzbare Aussagen liefern, häufig mit so einem Allquantor. Statt anzugeben, dass die Erfüllungsmenge der Aussage A wieder die Grundmenge G ist, so haben wir das links hingeschrieben, schreibt man so ein umgedrehtes A, das man als für alle liest, hin. Rechts steht also, für alle x aus der Menge g gilt die Aussage a von x. Ist richtig. Manche Autorinnen und Autoren benutzen statt dem umgedrehten a auch so einen nach unten offenen Haken, der vom Zeichen für und abstammt, aber das kommt ja erst im zweiten Teil dieser Lektion dran. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Aussageformen, die über einer bestimmten Grundmenge gar nicht zu wahren Aussagen werden können. Diese Aussagenformen heißen unerfüllbar, ihre Erfüllungsmenge ist also die leere Menge. Ein naheliegendes Beispiel wäre hier etwa x² gleich minus 1 für alle x aus den reellen Zahlen. So richtig spannend ist sowas aber nicht. Wichtiger als nicht erfüllbare Aussageformen sind solche, deren Erfüllungsmenge mindestens ein Element enthält. Eine Aussageform, für die mindestens ein Element in der Erfüllungsmenge gegeben ist, nennt man auch Existenzaussagen. Man schreibt dann so ein umgedrehtes E hin und liest das als: Es gibt ein Element x aus g, für das a von x richtig ist. Ganz genau müsste man sagen, es gibt mindestens ein Element. Dürfen nämlich durchaus auch mehrere sein. Auch hier gibt es wieder die zweite Schreibweise mit so einem nach oben offenen Haken, der stammt vom Zeichen für oder ab. Auch hier wieder ein paar Beispiele. Es gibt mindestens eine natürliche Zahl x, für die gilt, dass 2 ein Teiler von x ist. Nicht so unendlich viele solche Zahlen, aber das soll mal egal sein, sind ja jedenfalls auch nicht alle natürlichen Zahlen, für die das stimmt. Zweites Beispiel, es gibt mindestens eine rationale Zahl, für die gilt, 3 mal x ist gleich 2. In diesem Fall gibt es sogar genau eine, nämlich 2/3. Also auch eine wahre Existenzaussage. Dritte Existenzaussage wäre, wenn ich behaupte, es gäbe eine reelle Zahl x,
mit x² ist gleich minus 1. Das ist dann halt eine falsche Existenzaussage. Hier wird auch nochmal klar, dass durch das Hinzufügen von Quatoren aus Aussageformen tatsächlich Aussagen werden, so wieder Sätze, bei denen man entscheiden kann, ob sie wahr oder falsch sind. Und weil man das ja manchmal auch durch indirekte Beweise macht, müssen wir jetzt noch überlegen, wie das Gegenteil einer Aussage mit diesen beiden Quantoren jeweils ausschaut. Vornehm nennt man das Gegenteil bestimmen auch negieren oder die Negation bestimmen. Dabei gelten die folgenden Regeln. Erstens, das Verneinen einer Allaussage ergibt eine Existenzaussage mit der verneinten Aussageform. Das Gegenteil von für alle x aus g gilt a von x ist also, es gibt mindestens ein x aus g, für das a von x nicht gilt. Das ist jetzt ganz wichtig. Das Gegenteil ist eben nicht, dass a von x für alle x aus g nicht gilt. Reicht tatsächlich ein einziger Versager x aus g schon aus. Und umgekehrt können Sie für unendlich viele x aus g herausfinden, dass a von x gilt. Damit ist immer noch nicht die Allaussage bewiesen, weil es eben ein einziges Element aus g nur braucht, um die Aussageform nicht mehr allgemeingültig zu machen. Zweitens, das Gegenteil einer Existenzaussage ist eine Allaussage mit der verneinten Aussageform. Das Gegenteil von es gibt ein x aus g, für das a von x gilt, ist also für alle x aus g gilt a von x nicht. Oder anders gesagt, für gar kein x aus g gilt a von x. Auch hier, das Gegenteil einer Existenzaussage ist nicht einfach eine andere Existenzaussage. Wenn Sie behaupten, dass es kein x aus g gibt, das a von x erfüllt, müssen Sie tatsächlich zeigen, dass für alle Elemente der Grundmenge a von x nicht erfüllt ist. Jetzt fehlt uns noch ein letztes Element, die Kombination von mehreren Quantoren in einer Aussage. Um mal ein alltägliches Beispiel zu nehmen, für gut sortierte Küchen sollte jedenfalls gelten, dass es für jeden Topf mindestens einen passenden Deckel gibt. Topf T, Deckel D. Mit Quantoren geschrieben, für alle T, Element Topfmenge gilt, es existiert ein D aus der Deckelmenge, so dass D zu T passt. Die Reihenfolge der Quantoren ist dabei nicht egal. Es existiert ein D in der Deckelmenge, für den gilt, für alle T aus der Topfmenge gilt, dass der Deckel D zum Topf T passt, ist ja eine andere Aussage, nämlich es gäbe mindestens einen speziellen Deckel, der für jeden Topf, egal welchen, in der Küche passt. Das ist eher unwahrscheinlich. Mit diesen nicht ganz ernst gemeinten Überlegungen zu Ihrem Kochgeschirr wollen wir den ersten Teil der Lektion mal abschließen und zur Küchenmetapher passend jagen Sie wieder ein paar Schnitzel und dann sehen wir uns beim nächsten Kapitel.